Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Und bin jetzt auf der Suche nach einem Solo-Lead-Sound vielleicht. Solo-Lead-Sound. Da kommt mir spontan ein Synthesizer in Sinn. Und zwar, du hast da auch von FXpension diese Decam-Serie, bestehend aus diesen drei Synths und dieser Effekteinheit. Und meines Wissens der Strobe, der ist so eigentlich der klassischen Roland SH-101 Lead-Synthesizer, so der Ende 70er, Anfang 80er Jahre nachempfunden. Ich denke mal, vielleicht werden wir da fündig, oder? Hört sich gut an. Packen wir mal auf eine Instrumentenspur drauf, nehme ich an. Okay, probieren wir das mal. Mhm. Also, wir machen eine neue Instrumentenspur und gehen in den Ordner FXpension. Genau, Strobe, da haben wir da. Strobe. Genau. Schauen wir uns den mal an. Und die Struktur dieses Synthesizers ist eigentlich auch relativ einfach, obwohl er viele Regler hat. Klassisch aufgebaute subtraktive Synthese. Wir haben hier oben Oszillatoren mit verschiedenen Wellenformen, die ich einblenden kann. Und sogenannte Suboszillatoren, also die nochmal mehr Druck erzeugen, die ich auch oktavieren kann und jeweils dazu mischen kann. Das erzeugt schon mal einen sehr, sehr, ich sag mal, mächtigen Grundsound. Hab natürlich die üblichen Einstellmöglichkeiten. Für die Pulswellenform habe ich eine Pulsbreitenmodulation, um mehr, ich sag mal, Lebendigkeit in den Sound reinzubekommen. Dann natürlich eine klassische Filterstruktur mit verschiedenen Filtermodellen, einem Filterdrive und natürlich Resonanz, das ist klar. Und dann haben wir hier hinten den normalen Verstärker, also wirklich der normale, klassische, subtraktive Durchlauf, den wir hier haben. Hier haben wir einen LFO, einen Rampengenerator und eine Modulationshüllkurve und die Amp-Hüllkurve und hier unten noch den Glide-Parameter und einen Arpeggiator. Effekte hat diese Kiste gar keine drin, also wenn wir Effekte haben wollen, würden, müssten wir das in Cubase oder beziehungsweise in einem anderen Sequencer selber dann laden. Kommt ja meiner Arbeitsweise dann doch sehr entgegen. Genau, kommt deiner Arbeitsweise entgegen. Die Frage wäre jetzt, was für einen Sound möchtest du haben? Ich weiß, du hast dich mit dem Ding auch schon beschäftigt und mal ein paar Sounds durchgehört. Was, vielleicht hast du auch schon einen Vorschlag. Ja, ich lasse mich ja ganz gerne immer von Presets inspirieren, die wir vielleicht dann noch ein bisschen modifizieren. Genau. Und ich suche jetzt tatsächlich nach einem etwas quäckigen Lead-Sound, der vielleicht auch schon einen Vibrator auf der Modulation drauf hat. Okay. Ja, um dann hinten nochmal so ein bisschen beim Ende seiner Melodie nochmal so ein bisschen Feuer, Leben einzuhauchen. Okay. Und lass uns einfach mal schauen, was uns der Browser so bietet. Dann kann man natürlich jetzt hier schön schon sehen, was die verschiedenen Gruppen sind. Und wir gehen jetzt wirklich mal explizit auf Lead. Und hören uns die mal durch. Klingt, ja. Ne, also ich suche wirklich sowas, ich sag jetzt mal C64. Okay, also ein bisschen billiger. Ein bisschen billiger, darf es sein. Ganz nett, aber nicht das, was ich suche. Der war schon nicht schlecht. Oh, der klingt auch sehr billig hier, oder? Hör mal, was der bei Modulation macht. Genau. Der ist jetzt auch. Ich fühle mich zurückversetzt in die 80er Jahre. Ich finde den gut. Lass uns doch den mal einfach nehmen. Ja. Und dann würde ich sagen, dann bauen wir mal ein bisschen an dem rum, was wir dann nämlich noch machen können. Würde mal sagen, unter Umständen probieren wir mal, spielen wir gerade ein bisschen was. Ich habe jetzt mal die Grundwellenform hier ausgeblendet und habe jetzt nur im Suboszillator einen Sinus übergelassen. Und eine Square, der Sinus klingt jetzt ein bisschen billig. Können wir mal versuchen, indem wir den durch eine Saw ersetzen? Ne? Das klingt doch eigentlich ganz nett. Ghosts and Goblins. Ja, ja, es kommt direkt an. Die Stimmung, Tonhöhe ist, denke ich mal, alles okay. Und eine Pulsbreitenmodulation brauchen wir auch nicht. Macht doch gar keinen Sinn hier. Viel zu kompliziert. Das ist viel zu kompliziert. Der Sound soll ja wirklich auf den Punkt kommen. Im Filterbereich könnten wir mal überlegen, der klingt etwas dumpf, der Sound, ne? Ja, da geht vielleicht noch. Machen wir den mal auf. Ah. Ne, so, machen wir ruhig mal welche auf. Gefällt dir schon ganz gut, nehme ich an, ne? Finde ich ganz gut, aber der schwingt mir hinten zu viel. Also da werden wir gleich vielleicht noch dran gehen, aber ich mache noch mal bei der Soundformung was.
Und zwar, da du ja sowieso schon immer sehr viel angezerrt hast, ja, würde ich sagen, wir drehen mal den Filterdrive auf, um ja, auch noch ein paar zusätzliche Obertöne dazu zu bekommen. Vielleicht spielst du mal einfach. Ein bisschen wieder zurück. Machst du den mal ein bisschen leiser? Okay. Das ist super. Genau. Und dann habe ich jetzt hier noch einen schönen Regler entdeckt, der analog heißt hier hinten. Das ist im Prinzip so eine Art Simulation, die mehr dieses Analog-Feeling reinbringt. Ich drehe mal einfach auf und schau mal, was sich da tut. Oh ja. Oh, da sieht man hier schöne Farben. Aber das ist ein bisschen zu viel, ne? Ja. Ich denke mal, so eine mittlere Einstellung. Sehr schön. Ja, das ist ganz okay. So, gehen wir mal hin. Was mir persönlich nicht gefällt, spiel doch mal gerade, ist dieser ganz harte Anschlag am Anfang. Ja. Deshalb habe ich jetzt mal bei der Verstärkerhüllkurve den Attack etwas aufgedreht, ein paar Millisekunden. Das bedeutet, dieser Klick am Anfang wird dadurch etwas gemildert. Ja. Genau. Und auch die Release, sagtest du, wäre der viel zu lang. Ja. Da gehen wir mal einfach runter. Aha. Vielleicht ein bisschen Release drauf. Sowas in der Richtung, würde ich sagen, ne? Ja. Genau. Und Decay können wir ruhig maximal machen. So, vom Spielgefühl her, wie würdest du sagen, ist das okay? Ist jetzt erstmal so. Genau. Würde ich gerne mal was mit ausprobieren. Wenn du jetzt gerade spielst, was ich eben bei den anderen Sounds auch immer wieder gemacht habe, was ein bisschen, ich sag mal, gefälliger klingt, ist, wenn man den Glide bzw. Portamento einsetzt. Das heißt, wenn man die Sounds so ein bisschen ineinander übergleiten lässt, ja, von der Tonne, dass die nicht so hart kommen. Deshalb gehe ich mal einfach mit dem Glide-Parameter ein bisschen auf. Ja. Vielleicht ein bisschen weniger. Sowas zum Beispiel, ne? Ja, schön. So, da hast du einen schönen monophonen Lead-Sound. Zufrieden damit? Erstmal zufrieden. Es sei denn, du würdest jetzt Polyphon spielen wollen. Das wäre die Frage. Stell doch mal ein. Das ist der Vorteil. Wie gesagt, ist ja so nachempfohlen dieser klassischen monophonen Synthesizer-Struktur, die ja leider nur eine Stimme hatten. Aber wir sind ja hier in der digitalen Welt und wir können hier ganz normal die Stimmenanzahl erhöhen, indem ich hier einfach mal zum Beispiel auf 12 Stimmen das Ganze stelle. Schön. Und ich kann ja trotzdem noch. Klingt ja immer noch einzeln so. Genau. Wie ein monophoner Sound. Ja. Schön. Gut. Ja, dann würde ich sagen, lass mal den erstmal so, wie er ist. Und dann würde ich vorschlagen, du gehst einfach mal ans Werk in die Melodie rein. Ich versuche mich mal wieder mit meinen Noteneditierungskünsten.